Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu diesem weiteren kleinen Video in der Reihe der Tools. Entschuldigen Sie die schlechte Lichtqualität und damit auch die schlechte Bildqualität. Aber ich wollte es Ihnen unbedingt zeigen, denn ich überlege die ganze Zeit, wie man unkompliziert Veranstaltungen realisieren kann, in denen Publikum sitzt, das unterschiedliche Sprachen spricht und jeweils die Sprache des anderen oder der anderen nicht so gut versteht, wie man sich das wünscht. Trauriger Hintergrund im Moment ist, dass möglicherweise einige ukrainische Studierende auch unsere Lehrangebote besuchen. Andernfalls ist es auch so, dass man zum Beispiel, wenn man in Veranstaltungen sitzt, die mehrheitlich zum Beispiel deutschsprachig sind, aber Publikum auch international dabei ist und nur das Englische mächtig ist, sodass man hier sehr unkompliziert mit einem sehr schönen Tool arbeiten kann, um eine Live-Übersetzung zu realisieren. Ich bin mir im Klaren darüber, dass diese nicht perfekt ist und mit Sicherheit dies ein oder andere Problem bereithält. Allerdings ist es eine sehr niederschwellige, technisch aus meiner Sicht recht gut ausgereifte Möglichkeit, der man durchaus eine Chance geben kann. Und ich bin mir auch sicher, dass das in den nächsten Jahren ein ganz wesentlicher Faktor ist, der dazu beiträgt, dass man sich untereinander schnell verständigen kann. Wir sind noch nicht beim Universal-Translator, soweit ist noch nicht, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg dahin. Gut, wie richtet man das Ganze ein? Das ist relativ schnell erklärt. Dazu wechsle ich mal in eine Browser-Ansicht und zwar mit dem Microsoft Translator, den ich für Sie jetzt einmal einrichte. Sie brauchen im Übrigen jetzt nicht in der Beschreibung unter dem Video nach der Adresse zu schauen. Eine Live-Übersetzung macht nur Sinn, wenn man einen Livestream hat und das ist ja ein voraufgezeichnetes Video, sonst hätte ich Ihnen die Einrichtung nicht zeigen können. Gut, wenn Sie auf der Seite des Translators sind, ich verlinke die URL in der Beschreibung unter diesem Video, setzen Sie einfach eine neue Konversation auf. Und dann wird eine Sitzung eingerichtet und wenn Sie One-Way kommunizieren wollen, dann ist es sinnvoll, das Mikrofon einzuschalten und die anderen Stimmen zu schalten. Und dann hat man den Moderator-Screen, der hier eingerichtet wird. Ich zeige Ihnen das Ganze hier nochmal in den Einstellungen. Und zwar bleibt das Mikrofon eingeschaltet, die anderen werden stumm geschaltet. Sie können die Unterhaltung sperren, das ist natürlich nicht im Sinn und Zweck der Sache, wenn Sie öffentlich kommunizieren wollen. Und dann können Sie zusätzliche Sprachen installieren. Bis zu 5 Sprachen können Sie einrichten. Das ist nur wichtig, weil Sie im Anschluss das komplette Protokoll übersetzt in verschiedene Sprachen tatsächlich zum Download angeboten bekommen, in eine einfache Textdatei. Und diese dann natürlich auch nach einem Livestream zusätzlich zum im Download anbieten können. Jetzt für die Nutzung der Live-Übersetzung ist das unerheblich. Aber wir stellen jetzt hier mal 3 Sprachen ein, damit Sie das Ganze sehen, das Prinzip mal sehen. Ich hatte das Englische eingestellt, hatte das Ukrainische erwähnt und wir wählen einfach nur, um die ganze Spannweite zu zeigen, noch das Klingonische. So, das freut das Linguistenherz. Und jetzt mache ich das Ganze mal klein und jetzt sehen Sie schon, dass jede Äußerung von mir live übersetzt wird und zwar in die ausgewählten Sprachen. Das Interessante ist, dass Sie diesen Screen dann nicht mehr sehen. Sie sehen ihn weder eingebettet im Video, noch sehen die Nutzerinnen diesen Screen, sondern ich würde Ihnen mal zeigen, wie der aussieht, wenn Sie sich entsprechend in dieses Programm einloggen und in diese Sitzung, die Sie je Livestream immer neu einrichten müssen. Und dazu können Sie haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten, um an dieser Sitzung hier teilzunehmen. Ich zeige Sie nochmal ganz kurz, das ist natürlich per Link, dann per QR-Code aus der zur Verfügung gestellten App des Microsoft Translators. Den Link teile ich Ihnen auch in der Beschreibung des Videos. Oder einfach, indem Sie den Unterhaltungscode teilen, wenn sich die Praxis einmal etabliert hat. Dann müssen Sie natürlich nicht permanent das Ganze wechseln. Wir kopieren jetzt hier mal den Link
Und ich zeige Ihnen mal, wie das Ganze aussieht, indem ich auf diese Adresse anwähle. Und wir sagen jetzt mal, wir sind Alexander Lasch und ich hätte gern das Ganze in Englisch mir anzeigen lassen. Und dann würde ich der Unterhaltung beitreten. Und dann sehe ich tatsächlich diesen Translator, wie er für mich ins Englische übersetzt. Und das ist eine Möglichkeit, die grandios ist. Und ich zeige Ihnen als zweites auch noch die Möglichkeit via Smartphone. Und zwar muss ich jetzt mal ganz kurz gegenkontrollieren, dass Sie das alles gut sehen können. Ich versuche es mal so zu drehen. Ich habe jetzt einen Greenscreen drauf. Ja? Also das heißt, das ist ein bisschen blockiert. Sie haben die Möglichkeit, das spare ich Ihnen jetzt, den Code selbst einzugeben. Dann haben Sie die Möglichkeit, den QR-Code zu scannen. Das probiere ich jetzt mal hier vom Screen aus. Er ist zu klein, da muss ich wieder in den Browser zurück. Moment. So geht es aber. Dann können Sie beitreten. Ich sage jetzt mal, meine Sprache ist Finnisch. Gebe das Ganze ein. Und jetzt versuche ich das mal am Smartphone zu rekapitulieren und würde mich mal groß machen, damit Sie das. Ich versuche es mal, um Ihnen zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich versuche das mal so zu drehen, dass man vielleicht. Nee, man kann die Schrift nicht erkennen. Ah, so vielleicht. Nein, aber es wurde eins zu eins übersetzt und so ist praktisch jeder, ist es für jeden möglich, an dieser Konversation teilzunehmen, solange alle ihre Mikrofone aufgeschaltet haben. Aus meiner Sicht ein wirklich gutes Tool, um sich schnell zu verständigen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Das glaube ich in den meisten Situationen schon durchaus ausreichen dürfte, um das Ganze zu dokumentieren und sich miteinander zu verständigen. Bei Deutsch-Englisch mag das nicht das Problem sein, aber Deutsch-Ukrainisch zum Beispiel ist schon mal eine Herausforderung, die mir im Alltag noch nicht so oft begegnet ist und ich mich auch nicht so schnell darauf einstellen kann. Ich zeige Ihnen nochmal das Administrator-Fenster, das Sie jetzt überhaupt nicht gesehen haben die letzte Zeit, und zeige Ihnen jetzt nur noch ganz kurz, wie Sie das Ganze dann entsprechend dokumentieren können. Jetzt würden Sie die Unterhaltung verlassen, also beenden. Und könnten das Transkript herunterladen und das Ganze wird ein Textfile. Das sollte jetzt an, sollten Sie gesehen haben im Download, ja. Und von dort aus können Sie es an jede andere Stelle verteilen. Einziger Haken an der Methode ist, dass Sie jedes einzelne Mal eine neue Konversation einrichten müssen. Aber das ist aus meiner Sicht verschmerzbar, denn in der Vorbereitung eines Streams müssen Sie faktisch nur die Adresse der Konversation in die Stream-Beschreibung packen. Und das ist, glaube ich, ein zumutbarer Aufwand für den Nutzen, den das Ganze hat. Probieren Sie es mal aus. Ich werde es auf alle Fälle in Zukunft testen und bin gespannt, wie die Resonanz darauf ist. Aber für dieses eine Mal packe ich natürlich die Konversation, also das Protokoll, in die Beschreibung unter dieses Video, damit Sie sehen, wie die Qualität des Ganzen ist. Ich hoffe, dass ich mit diesem kleinen Tutorial für die Live-Übersetzung diesmal tatsächlich, nicht nur für die Audiotranskription, Ihnen eine Anregung gegeben habe, wie man in Kontexten, in denen Sprecherinnen unterschiedlicher Sprachen zusammen sind, gut kommunizieren kann und auch Kommunikationsbrücken schlagen kann, wenn es keine gemeinsame Lingua Franca gibt. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich hier, Alexander Lasch, und bis zum nächsten Mal. Ciao.